muss ich mich jetzt mal kurz geschickt hier rüber beamen. Oh, da ist ein Schaf. Das ist gut. Das kriegt man eins mit der Spitzhacke schnell. Wenn du ein gutes Schaf bist, tausch dir mir zweimal Wolle raus jetzt. Komm, komm. Du bist ein schlechtes Schaf. Du bist ein schwarzes Schaf, Alter. So, na gut, dann machen wir es eben anders. Ist ja egal, da holen wir uns dann irgendwo noch eins schnell. Da könnten wir nämlich symbolisch da halt, wie gesagt, noch ein Bett hinbauen. Das wäre cool. Und da war es jetzt natürlich Quatsch, dass ich diese Stufen gebaut habe. Weil hier oben kann ich ja dann ganz normales Cobblestone reinmachen. So, so eine Art Flachdach. Also eben nicht ganz flach, sondern so ein stufenförmiges Flachdach. So, so Paradoxum. Wisst ihr schon. Obwohl, wenn ich jetzt die einmal habe, da kann ich die auch so mit verbauen. Weil wenn ich die jetzt nämlich, glaube ich, wegnagel, sind es... Ne, dann wären es doch wieder Stufen. Aber es ist egal. Dann sind sie wenigstens mit weg. Weil das war jetzt unnötig von mir. So, und die restlichen machen wir dann halt normal aus diesen Cobblestone-Blöcken. Und da haben wir ja sogar ein relativ manierliches. Ja. Ein relativ manierliches, schönes, festes Gebäude, was uns hier so als Basis dient. Und sieht sogar relativ stilvoll aus hier so um die Umgebung. Passt irgendwie rein. So. Aha. Du, da oben. Ich möchte dich nicht loben, aber du hast Wolle. Das freut mich jetzt wie Bolle. Die brauche ich für ein Bett. Und deswegen hau ich dich jetzt weg. Oh, sie wollen fassen. 2019. Habe ich sogar eine Schere noch dabei? Nö, dann muss ich es wirklich weghauen. Tut mir leid für dich. Aber ich bedanke mich. Das war jetzt genau das, was ich brauchte. Das eine Mal Wolle noch. Da haben wir nämlich dreimal. Hey. Eine Sache fällt mir da gerade ein. Ich habe doch hier drei Blumen. Ich weiß nicht, ob es geht. Oder ob ich nur die Schafe einfärben kann. Aber kann ich nicht die Wolle auch einfärben? Nee, das kann ich nicht. Na gut, das wäre jetzt ja auch fast schon schön gewesen. So, aus den letzten drei Holzstücken, die ich hatte, habe ich jetzt natürlich dümmlicherweise... ja, was heißt dümmlicherweise, ist auch zu viel gesagt. Habe ich jetzt nur die Tür gebaut. Aber dann holen wir uns hier hinten eben noch die Fichten mit weg. Aus denen können wir ja auch Holz machen. Und wenn wir gut sind, kriegen wir da vielleicht sogar noch ein paar Saplings mit raus. Weißt du, was wir mal wegschmeißen? Den Feuerstein. So. Ach, hier ist noch Erde. Pass auf. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und wir haben ein Bett. Ein Bett für unsere Basisstation. Das ist nicht schön. Das stellen wir einfach mal mit hier hin. Na, und da können wir hier in dem Basislager nämlich sogar noch mit schlafen. Oh, und weil wir ja coole Leute sind, machen wir uns sogar noch einen kleinen Tisch hierher. Klar, Eichen wäre jetzt schöner, aber so machen wir das eben aus Fichtenholz. Das passt schon. Ja, das ist jetzt hier, wie gesagt, Lager ist maßlos voll. So. Naja, das geht jetzt natürlich so nicht mehr, weil da kriege ich den Winkel nicht hin hier. Leute, da bin ich jetzt zu... Ach, das ist ja scheiße. Kann ich das jetzt machen? Ich mache das mal nochmal weg. Nee, da komme ich dann nicht mehr raus. Das ist auch Quatsch. Ach, komm. Dann machen wir es eben so. Und
eine Holzdruckplatte. Oben drauf. So, und da haben wir nämlich einen kleinen Tisch noch so für eine Person. Klar, reicht zu. So. Dann war das mit den Blumen natürlich jetzt Quatsch hier. Dann pflanzen wir uns die jetzt einfach mal hier hin. So. Und wenn es jetzt alles ordentlich geklappt hat, dann sind jetzt hier ein paar Sepplinge da. Hat er die Feuersteine wieder aufgenommen, der Blödmann. So, zumindest erstmal zwei. Wenn es noch ein paar mehr wären, wäre es schöner, noch einer. Dann nehmen wir die Blumen hier nämlich alle mal mit. Das geht nicht, weil da hat er wieder irgendwas auszusetzen. Dann schmeißen wir halt den Kies weg. Mein Gott. So. Und hier ist sogar noch Holz. Da pflanzen wir nämlich um das ganze Basislager drumherum ein paar Fichten. Und hier unten machen wir einfach eine Zeile Blumen. Halt. So. Geil, oder? Das wird doch. So, und da können wir nämlich sogar noch den Kies mitnehmen. So, jetzt mache ich hier mal weiter. Wie sieht denn das jetzt hier aus mit dem Bruchstein? Naja. Ja, und dann bauen wir dann dort auch ebenfalls eine Treppe hoch dann. Quasi übers Gebirge drüber weg. Wir könnten natürlich auch hier drunter durchfahren. Das würde auch gehen. Notfalls. Mal schauen. Mache ich mir jetzt noch keine Illusionen. Wichtig ist mir hier ein bisschen so hin und wieder mal ein paar Fackeln noch zu setzen. So. Dann sieht das hier noch so unlebendig aus. Ah, warte mal. Die Axt, die könnten wir mal mit wegmachen, indem wir hier beispielsweise noch den letzten Fichtenbaum mit niederschlagen. Fichtenbaum ist genau wie Eichenbaum. Mein Gott, das heißt Fichte, Bruder. Fichte, einfach nur Fichte. So, und die auch noch. Mal sehen, ob sie das noch schafft. Ne, schafft sie nicht mehr. Na klar. Und die Fackeln nehme ich mal in Secondhand. Und da habe ich nämlich wieder ein paar Inventarplätze frei. So Sachen wie Setzlinge, die wir dann vielleicht wieder hier anpflanzen und noch den Feuerstein, weil wir nicht unbedingt hier irgendwas großartig zurücklassen wollen. Dann haben wir hier noch Erde dabei, die wir hier mal spontan einerden, um das hier alles ein bisschen klarer zu machen. In unser Gebirgs Basiscamp. Auf was man so für Ideen kommt, so nebenbei einfach. Das ist mir jetzt nicht mal, da steht nicht auf meiner To-Do-Liste gar nichts hier. Bin ich einfach so drauf gekommen, dachte mir, ach klar, machst du so ein Basislager hin. So. Und hier hinten in den Berg, hier mache ich mal ein bisschen Licht rein. Alles ein bisschen ausleuchten hier drumherum. Damit das hier nicht so dunkel wirkt. Lup. So, da haben wir noch mehr Setzlinge. Da können wir dahinter das Haus gleich noch ein paar Bäume pflanzen, nämlich. Zack. Und zack. So, einfach mal. Und überall, wie gesagt, ein bisschen Licht machen hier, weil das wirkt hier ziemlich dunkel hier alles so durch diesen mega Überhang da oben. So, und jetzt gehen wir erstmal wieder da runter und machen jetzt mal unseren Weg hier weiter. Das war ja das, was wir eigentlich machen wollten, ne? Nächste Folge.